Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Beastmaster Hunter Guide. Ich zeige dir, wie du dein Beastmaster Hunter skillen kannst, welche Talente da wichtig sind, welche Azerit-Trades, welche Corruptions und so weiter und so fort. Und ein paar Tipps gebe ich dir auch noch mit an die Hand. Also bleib dran, nach einem kurzen Intro geht's los. Stay tuned. So, da sind wir auch schon wieder. Fliegen wir ein bisschen rum hier, während ich dir die Talente erkläre. Bruder Terold will auch schon mit uns schnacken hier. Und zwar brauchst du den Tierbegleiter im ersten Dings, denn man hat ein zusätzliches zweites Tier, das mit Einschüchterung ganz gut funktioniert, weil das benutzt halt den Tötungsbefehl mit. Einschüchterung habe ich gerade gesagt. Nee, Tötungsbefehl ist das Richtige. Und danach solltest du eins mit dem Rudel skillen. Also grundsätzlich ist das, wie man auch schon sieht, mittig, einmal runter, alles easy und entspannt. Natürliche Heilung ist super praktisch, falls man sich wirklich mal heilen muss, wenn man als Damage-Dealer in irgendeiner Fläche stehen geblieben ist oder in mythischen Dungeons, wenn du auf die Nase bekommst, kannst du dem Heiler ein bisschen was wegnehmen. Gerade wenn dann jetzt so Sachen sind wie blutig oder platzen, solche Geschichten, da kann man dann sich damit ein bisschen wieder hochheilen. Jagdfieber wegen dem Stachelfall, weil der das wieder eure kritische Trefferchance erhöht für 8 Sekunden bis zu 3 mal stapelbar. Easy. Sollte man mitnehmen. Impromptu ist halt einfach mega praktisch. Wir werden von bewegungseinschränkenden Effekten befreit und haben eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Ist mega gut, um mobil zu sein. Da kann man schon mal ein bisschen was mitmachen. Stampfen ist passiv. Eure Pets, die hauen bam, einmal schön auf den Boden drauf, wenn ihr den Stachelfall verwendet. Super easy und entspannt. Dann Aspekt des Wildtiers erhöht den Schaden der Fähigkeiten eures Begleiters um 30% an der Stelle. Ist nicht verkehrt. Kann man mitnehmen. Sollte man auch mitnehmen. Ist eine super Geschichte. Denn ja, die Wildtiere sind natürlich euer Hab und Gut und die machen richtig, richtig viel Damage. Bitte macht es nicht so, dass ihr mit euren Wildtieren, dass ihr keins draußen habt. Das gibt's auch, das passiert zum Beispiel bei mythischen Dungeons, gerade wenn es dann losgeht. Flop, sind die weg und man denkt erstmal, wo, what the fuck, wo sind die hin? Okay, wieder auspacken, losziehen, alles easy peasy. So, sind wir auch schon, ich habe hier Schnapsgel mit dabei und dann starte ich einfach mal rein, schieß da mal ein bisschen drauf, ihr seht, das knüppelt schon ein bisschen. Ist der Beastmaster selber ist sehr, sehr gut und sehr einfach zu spielen, aber schwer zu meistern. Also wenn euch da mal jemand irgendwie anblatt oder so, ja, aber da muss man drüber stehen. So, dann die Rotation. Rotation ist natürlich auch nicht unwichtig, gerade beim Jäger. Wir wollen natürlich maximalen Schaden raushauen. Wir wollen ganz oben stehen in der Liste. Das sollte immer euer Bestreben sein, so viel Schaden zu machen wie möglich. Und da gibt es so ein paar Hintergrundinfos, die man wissen muss eigentlich. Denn wir brauchen den Schuss hier. Stachelfall heißt der. Der ist ganz, ganz wichtig. Den benutzen wir so, dass wir die Stacks von Frenzy auf unseren Pets immer wieder hoch haben, also dass die ab sind im Grunde genommen, aber man dürft, also ihr habt da zwei Aufladungen, ihr solltet immer gucken, dass ihr irgendwie das verbraucht habt, dass es nie zwei sind, ja. Das ist so im Großen und Ganzen zum Stachelfall eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Nicht bei zwei sitzen lassen, das ist eine doofe Idee. Also immer schön benutzen, es macht auch schön Flächenschaden. Jetzt muss ich mir hier immer so ein paar Möpsis suchen. Da haben wir es, also Stachelfall einmal rein. Und dann könnt ihr, wenn ihr das gemacht habt, das kann man auch schon direkt am Anfang des Kampfes immer machen, benutzt hier das, den Aspekt der Wildnis, Stachelfall verwenden und danach Bestial Wrath heißt das auf Englisch, das heißt Zorn des Wildtiers auf Deutsch. Da einmal reinknüppeln, ihr seht, dann fallen die auch gleich direkt, das geht super schnell. Da muss man kein Hexenmeister für sein, glücklicherweise sind wir auch Jäger. Also, das sind die zwei, sollten immer auf Cooldown laufen, Zorn des Wildtiers und Aspekt der, ja genau, Aspekt der Wildnis. Also die beiden auf jeden Fall immer irgendwie auf Cooldown halten. Und ihr seht schon, wenn ich hier was benutze, dann wird der Cooldown reduziert. Also wir können es dann auch öfter benutzen. Einmal Stachelfall, jetzt zieht er 10 Sekunden ab. Bam. Und nochmal bam, guck mal, das ist schon tot, da brauche ich gar nicht viel machen. Und dann können wir das eben halt super häufig benutzen. Zorn des Wildtiers ist mega wichtig. Kill Command als nächstes in der Reihenfolge. Also ihr seht schon, wie oft ich das hier benutze. Und die Gegner sterben einfach zu schnell, Axt. Auf jeden Fall benutzt es so häufig, wie es nur geht. Kill Command an der Stelle, guckt euch das an, zack, und schon sind die tot.
Wenn wir nur ein Ziel haben, dann benutzen wir Cobra-Schuss. Das ist auch nochmal wichtig, so die fünfte Priorität, damit wir halt kein Cap haben von der vom Fokus, den wir hier immer wieder neu generieren. Und sollten wir mehr als ein Ziel haben, benutzen wir Multishot. Einfach Multishotten. Man denkt immer, okay, oh, das macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber Pustekuchen, das macht richtig viel Damage. Also wenn ihr da viele Gegner habt, immer schön den Multishot benutzen. Bei einem Gegner ganz einfach Cobra-Schuss verwenden, ihr seht. Aber nur der Cobra-Schuss selber, der bringt natürlich nicht so viel. Immer schön Stachelfall, dann kann man die Cooldowns benutzen. Und wenn Stachelfall einmal prockt, dann natürlich den Stachelfall wieder mitnehmen, weil der ist dann natürlich besonders stark. So, wie ihr seht, also das geht wirklich butterweich. Das sind hier normale Gegner. Mein Equipment ist natürlich auch schon etwas besser. Aber nichtsdestotrotz, die sterben halt ultra schnell dann, ja. Wenn wir mehr als einen Target haben, wie gesagt, unbedingt Mehrfachschuss benutzen. Das bringt eigentlich mit am meisten. Kann ich nur empfehlen. So, Stat Priority. Ja, das ist eine gute Frage. Was braucht man denn so als Beastmaster Hunter? Als Beastmaster solltet ihr tatsächlich gucken, dass ihr Crit habt. Also ich gehe sehr viel auf Crit. Crit bringt ordentlich was, denn ja, kritischer Trefferwert, boom, rein. Critten ist mega geil. Und direkt danach kommt halt Tempo, danach Meisterschaft. Und Vielseitigkeit. Letztendlich aber euer Bestreben sollte immer dahin gehen, dass ihr möglichst viel Crit bekommt. Mainstat kriegen wir automatisch, da brauchen wir nicht viel zu tun. Aber wenn ihr die Chance habt, irgendwas mit Crit zu bekommen, dann holt euch Crit. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze auch hier so verzaubert mit kritischem Trefferwert und habe auch ein Zielfernrohr genommen, das mir eben halt kritischen Trefferwert gibt. Das heißt, das Crow Nest Zielfernrohr, Crow Nest Scope heißt das auf Englisch. Holt euch das, das ist ganz wichtig, nicht irgendwie eine Waffenverzauberung, Tempo oder Meisterschaft oder Crit. Nein, nein, holt euch direkt ein Zielfernrohr, das ist viel wichtiger. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich hochscrolle. Genau, Zielfernrohr des Ausgucks heißt das. Oh. Also Zielfernrohr des Ausgucks, das verwendet ihr am besten. Und Ring Critical Strike, also kritischer Trefferwert für den Ring. Lieber ein 30er als gar nichts. Also die sind super günstig, die kosten nicht sehr viel. Um auch das zu testen, könnt ihr das natürlich erstmal günstig kaufen. Wenn ihr dann gutes Equipment habt, dann erweitert ihr das Ganze mit den besseren Verzauberungen. Muss man selber immer so ein bisschen sehen, wie man das machen möchte. Genau. Die Azerit-Sachen, heute mal die Azerit-Sachen ein bisschen später, denn die zielen auch tatsächlich auf Crit ab teilweise. Und ich fange mal mit den Helmen an, und also mit dem Helm, mit den Ausrüstungsteilen. Azerit-Sachen, ganz, ganz wichtig, je mehr Totentanz, desto besser. Das Ziel sollte sein, dreimal Totentanz zu bekommen und einmal, ich habe es ja auch, Urinstinkte. Einmal Urinstinkte, dreimal Totentanz. Das ist ganz wichtig, weil Totentanz, wenn man da mal rauf geht, erhöht halt also in Höhe eurer kritischen Trefferchance die Beweglichkeit für 8 Sekunden zu erhöhen. Das spielt alles in diese Crit-Geschichte mit rein. Also wenn ihr Totentanz dreimal habt und ihr das prockt, das rockt alles weg. Ich habe es leider nur einmal, aber von Jäger-Kollegen, will ich jetzt mal so sagen, habe ich mir bestätigen lassen. Alter Schwede, das rotzt ohne Ende. Ansonsten nehmen das, was man hat. Ich habe jetzt mehr als einmal Urinstinkte drin, wie ihr sehen könnt, zweimal. Aber eigentlich reicht es vollkommen aus, wenn man das einmal hat. Damit kann man eigentlich schon ganz gut was anfangen. Das sollte euer großes Ziel sein, Tanz der Toten. Quark, Totentanz. Das dreimal und einmal die Urinstinkte. Ansonsten frei zur Verfügung. Natürlich geht man eher mehr auf Crit an der Stelle, wenn man da im sekundären und tertiären Ring, also im dritten Ring, da ein bisschen was hat. Ansonsten Utilities-mäßig auch wieder hallender Schutz, aber ihr steht meistens hinten und ihr habt da gar nicht so den riesen Benefit davon. Schaut da eher, dass ihr möglicherweise ein bisschen Tempo bekommt oder Gesundheit einmal regeneriert. Falls ihr wirklich mal Schaden kriegt, dann heilt das locker schmusig auch weg. Aber grundsätzlich solltet ihr halt gucken, dass ihr da Utilities verwendet, die euch was bringen. Und da ihr wenig Schaden bekommen solltet, habt ihr da die Möglichkeit, entspannt, aber auch was Richtung Heilung und ja, Movement zu benutzen an der Stelle.
So. Rüstung ist ja eine Sache, die andere Sache ist die, wir brauchen natürlich auch noch das Herz von Azeroth. Auch hier wieder hat heute leider einen Nerf bekommen, also heute am Mittwoch nehme ich das Video auch gerade auf, ist 8.30 Uhr, easy. Benutzt nach Möglichkeit, wenn ihr es habt, Konflikt und Zwietracht, aber ihr müsst dafür PvP machen, einmal eine Woche Eroberungspunkte greifen, noch viel mehr Eroberungspunkte sammeln und dann kriegt ihr auch die entsprechenden Stufen dafür. Aber Konflikt und Zwietracht wäre eigentlich eine Essenz, die man damit reinnehmen sollte. Wenn man es kann. Aber letztendlich, da, wenn ihr am Anfang steht, Schmelztiege der Flammen ist auch eine Alternative, die ihr da verwenden könnt, weil die ist halt frei. Also die kriegt man ja fast schon automatisch, da braucht man nicht viel für tun. Einmal die Questreihe abspielen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn es ein Twink ist, könnt ihr euch den Rang 3 direkt kaufen, dann seid ihr gut. To go! Ja. Was kann man in den Major-Slot noch reinpacken? Ich habe bei mir die Vision der Perfektion rein. Ihr habt vorhin gesehen, das geht bam, 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 Gegner tot, entspannt. Die ist gut, denn sie erhöht oder gibt euch 35% der Grunddauer-Aspekt der Wildnis. Ist okay. Wenn man das eben halt mit mehreren Verbündeten, also wenn es aktiviert wird und es sind Verbündete in der Nähe, dann kriegen die auch Tempo. Da freuen sich Druiden drüber, Magier freuen sich darüber. Also alles, was Tempo benutzt an Damage-Dealern, das wird euch, ja, ich will jetzt nicht sagen, einen grünen Teppich ausrollen, aber es hilft halt der Gruppe allgemein, gerade in Dungeons ist das nicht schlecht. Meiner Slots, Atem der Sterbenden habe ich hier auch drin. Es macht Schaden, heilt ein und ja, wenn das Ziel weniger als 20% Gesundheit hat, dann gibt es die Chance auf zusätzlichen Schaden und 10 Verderbniswiderstand, gerade für die Corruptions auch nicht schlecht, mitnehmen. Wenn man kann, nehmt es mit. Wie gesagt, Schmelztiege der Flammen habe ich mir hier als zweite reingepackt. Denn man kann auch Konflikt und Zwietracht verwenden, aber wenn man es nicht hat, dann eben halt Schmelztiege der Flamme. Die ungezügelte Kraft habe ich mir hier reingepackt. Ich könnte allerdings aber auch die Essenz der Fokussierungs-Iris damit reinschmeißen, denn das gewährt einem Tempo. Und genau, also wenn man keine Stapel davon hat, dann kriegt man halt direkt 3 Stapel bei einem Schadenszauber, wenn man den da verwendet. Und das ist gar nicht schlecht. Also kann man mitnehmen. Alternativ, wie gesagt, die ungezügelte Kraft geht halt auch. Tollkühne Kraft ist halt so, dass für 6 Sekunden dann der kritische Trefferwert erhöht wird. Also kommen wir fast auf 100% kritische Treffer. Wenn das um 70% erhöht wird, wenn ich hier mal reingucke, 33% plus 70, sind wir über dem Dings rüber. Das ist natürlich, kann man jetzt sagen, ja, 3% drüber, aber ja, aber wir haben 100% Crit, also trifft alles kritisch. Wenn man es genau abpasst und genau weiß, wann das passiert und auch mitbekommt, dann kann man natürlich viele Sachen zünden, gerade in Situationen mit HT und so, erhöht das dann euren Schaden drastisch an der Stelle. Easy. Also das sind so die Essenzen, die ihr da verwenden könnt. Dann seid ihr sehr, sehr gut unterwegs. Die Corruptions. Corruptions selber sind... Es ist ein bisschen schwieriger, denn es gibt 2 verlockende Dinge. Einmal gibt es natürlich hier den Zwielichtverwüstungsstrahl, unendliche Sterne, Zwielichtverwüstung, AOE-Damage, unendliche Sterne oder Fallen... Ja, unendliche Sterne heißt es. Dann kriegt ihr Single-Target-Damage, ist gerade für Raids natürlich richtig gut. Da kann man ein bisschen was mit raushauen. Wenn man das Glück hatte, da eins zu kriegen, ich habe hier so ein Rang-3-Ding, das ist gar nicht verkehrt. Allerdings, was viel besser ist, wenn ihr euch bei Mutter die 12% kritische Trefferwertung holt. Severe heißt das auf Englisch. Gibt 20 Verderbnis, wenn wir einen guten Widerstand haben vom Umhang, kann man da 3-4 Dinger von reinknüppeln, ist nicht verkehrt. Was auch noch funktioniert, ist die Geschichte mit der geflüsterten Wahrheit. Es gibt einen Bogen, der droppt in New Alota im Raid, der reduziert eure Cooldowns für 2 Sekunden. Also ja, reduziert den Cooldown einer zufälligen Jägerfähigkeit. Das wäre auch nicht schlecht, kann man mitnehmen. Ansonsten gibt es halt die Standard-Essenzen, die Damage machen. Das persönlich, ich würde aber eher auf Crit gehen, weil die kritische Trefferwertung, wenn ihr davon mehrere habt und aus allen Quellen, das wird einfach, das ist ziemlich brutal. Man denkt eigentlich so, ja, das kann gar nicht so krass sein, aber doch, doch.
Das wird richtig heftig. Und wenn ihr dann auch noch irgendwie sowas habt wie einen fallenden Stern, unendlichen Stern, dann knüppelt das richtig, richtig derbe rein. Ja, das sind so die Corruptions. Zu den Consumables hatte ich vorhin noch gar nichts gesagt, aber auch da gibt es halt so Sachen, entweder geht ihr da auf ein Tempo-Food oder ihr holt euch den Crit, das Crit-Food. Crit-Food natürlich zu präferieren. Letztendlich Flash in der Beweglichkeit, logisch, macht auch Sinn. Ansonsten Beweglichkeits-Prepods und so weiter. Oder ihr benutzt, wenn ihr in mythischen Dungeons zum Beispiel unterwegs seid, verwendet ihr das Flash, das Elixier oder den Trank der ungezügelten Wut, denn der verursacht Flächenschaden. Und also jeder euer Angriff hat dann eine Chance, um Flächenschaden auszulösen. Kann man mitnehmen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen zum Beastmaster Hunter. Gibt's natürlich immer mal wieder was Neues zu lernen. Die Corruptions, die wechseln auch hin und wieder mal durch. Also es werden einige genervt, einige werden verstärkt. Letztendlich, ich bin jetzt nur auf die Basisklasse eingegangen. Zu den Hunter-Pets gibt es da nochmal ein spezielleres Video von mir, denn ganz wichtig, und bevor ich das vergesse, beim Hunter haben eure Pets haben bestimmte Fähigkeiten. Wenn ihr jetzt normal spielt, ganz normal unterwegs seid, dann ist das nicht ganz so kritisch, aber später, wenn ihr dann tatsächlich spezielle Pets auch benötigt für Kampfrausch und so weiter und Wiederbeleben zum Beispiel, solltet ihr das dann eben halt mitnehmen. Aber da mache ich nochmal ein spezielleres Video zu, gerade in Hinsicht Hunter Guide. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, wenn es dir gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Freue ich mich übrigens sehr drüber. Wenn ich was besser machen kann, auch gerne reinschreiben. Solltest du Anregungen haben oder solltest du den Jäger ein bisschen anders spielen und dir ist was aufgefallen, was ich jetzt zum Beispiel noch nicht weiß, schreib's mir bitte in die Kommentare rein. Ich freue mich da immer riesig drüber, denn so lernen wir alle auch ein bisschen mehr. Ich meine, nobody's perfect. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach Subscribe-Button anhitten, dann kriegst du die neuen Klassenguides alle mit, dann kriegst du Videos rund um WoW und ein bisschen Tabletop und so weiter auf meinem Kanal gemeldet, dass da wieder was Neues da ist. Und ich freue mich, hammercoole Geschichte. Falls du Fragen hast, die du direkt stellen möchtest auf Twitch TV, Dienstag, Donnerstag, Samstag, einfach mal reinschauen, Hi sagen, Moin, bin von YouTube, hab mal eine Frage, Wesa, warum machst du eigentlich Guides? Dann sage ich dir, ja, weil es mir Spaß macht. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Visarius, Ende Gelände.